Frank Goldmann, geboren 5. Januar 1969 in Leverkusen, wohnhaft in Hannover, ledig Immobilienmakler. Am 21. Mai 2009 versteckte sich der Angeklagte so lange im Hof hinter der Boutique Nouveau Riche in Hannover, bis seine Ex-Freundin Nina Busch gegen 10.15 Uhr mit ihrem PKW auf den zur Boutique gehörenden Parkplatz fuhr. Als die junge Frau ausgestiegen war und gerade Gepäck vom Rücksitz holte, schlich sich der Angeklagte von hinten an sie heran, packte sie am Hinterkopf und stieß ihr Gesicht mit voller Wucht gegen den Rahmen der Tür. Nina Busch erlitt hierdurch eine Nasenbeinfraktur und sank schmerzerfüllt zu Boden. Der Angeklagte tat dies, weil sich Nina Busch kürzlich von ihm getrennt hatte und er herausgefunden hatte, dass sie die Beziehung in den letzten Monaten nur aus rein finanziellen Interessen aufrechterhalten hatte. Der Angeklagte wird somit der gefährlichen Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß § 223.1. Darf ich gleich was sagen? Also gut, normalerweise komme ich noch dazu zu fragen, ob Sie was sagen wollen, aber bitte, wenn Sie schon so dabei sind. Also ich bin fassungslos, ich bin absolut fassungslos. Wie kann man mich hier anklagen? Sagen Sie mir das bitte. Mache ich gerne. Ich habe Sie angeklagt, weil Sie Ihrer Ex-Freundin die Nase gebrochen haben. Das habe ich nicht. Fragen Sie mal lieber diesen neuen Freund von der Nina, diesen Oliver Streiter. Der ist an Ihrem Gesicht verewigt. Wieso sollte denn der neue Freund Ihrer Ex-Freundin, der Oliver Streiter, seiner aktuellen Freundin das Nasenbein brechen, indem er den Kopf dagegen ins Auto schlägt? Ja, das ist eigentlich eine Frage für den Staatsanwalt zu klären, oder nicht? Ich denke, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten. Aber ich glaube, Sie kennen Nina überhaupt nicht. Sie mit Ihrem wahnsinnigen Operationswahn, diesen Schönheitswahn. Dreimal allein hat sich sie in die Nase operieren lassen. Zweimal davon habe ich übrigens bezahlt. Quasi gehört Ihre Nase schon mir. Aber dummerweise findet sie mittlerweile keinen anderen Arzt mehr, der sie operieren will. Im Falle eines Unfalles sieht natürlich die Sache wieder ganz anders aus. Also Moment mal, meinen Sie, Oliver Streiter soll absichtlich seiner Freundin die Nase gebrochen haben, um eine weitere Operation zu ermöglichen? Genau davon gehe ich aus. Und um die Geschichte abzurunden, haben sich einen Schuldigen gesucht, nämlich mich, den verschmähten Liebhaber. Sind Sie denn ein verschmähter Liebhaber? Naja, in gewisser Weise schon. Aha. Ich war immerhin 4,5 Jahre mit ihr zusammen und habe alles für sie getan. Und plötzlich liegt dieser Zettel da auf dem Tisch. Es ist vorbei, ganz lapidar. Aber wer bedenkt, ich habe alles für sie getan, alles finanziert, die ganzen Operationen, selbst die neue Boutique, die sie jetzt mit ihrer besten Freundin zusammenführt, dieser Christine heißt sie, glaube ich. Und vermutlich hat sie auch diesen Streit damit finanziert, würde mich nicht wundern. Wie kommen Sie da drauf? Die letzten 8 Monate unserer Beziehung, die liefen nicht mehr. Und ich glaube, auch seit dieser Zeit ist sie mit diesem Oliver Streiter zusammen. Und ich wusste das aber nicht und habe sie weiterhin mit Geld versorgt. Und ich gehe davon aus, dass Geld auch in ihre Hände, durch ihre Hände in seine Hände geflossen ist. Ja, ich meine, nach all dem, was Sie uns hier gesagt haben, Herr Goldmann, kann ich nur bestens nachvollziehen, zumindest wie wütend Sie gewesen sein müssen, als Nina Busch mit Ihnen plötzlich Schluss gemacht hat und Sie dann von Existenz von Oliver Streiter plötzlich erfahren haben. Natürlich war ich wütend, was glauben Sie denn? Aber trotzdem bin ich kein gewalttätiger Mensch. Ich habe immer noch Stil und Sitte. Wo waren Sie denn an diesem 21. Mai 2009, so vormittags, 10.15 Uhr? Da war ich in meinem Büro. Ich hatte die Nacht vorher an einem Exposé gearbeitet. Und ja, die Arbeit musste halt fertig werden. Und ich war sehr müde und irgendwann bin ich auch eingeschlafen. Bis mich dann am nächsten Morgen meine Sekretärin geweckt hat. Sie kam so um 10.30 Uhr vom Arzttermin zurück. Schauen Sie mal, in dem Hinterhof, in dem Nina Busch angegriffen wurde, da ist dieses Herrenarmband gefunden worden. Nina Busch hat es als ihres bezeichnet. Ja, stimmt, das ist meins. Und wie ist das in den Hof da gekommen? Ich hab's da verloren. Und wann? In der Nacht vom 20. zum 21. habe ich, wie gesagt, viel gearbeitet. Und dann habe ich mir später ein paar Drinks genehmigt. Und irgendwie bin ich sentimental geworden. Dann bin ich rausgelaufen auf die Straße und habe dann an diesem Kreisverkehr dieses Blumenbeet gesehen. Dann habe ich einige Blumen gepflückt und bin hinten auf den Hof zur Hintertür und wollte einfach die Blumen dort anbringen, als romantische Geste gewesen. Aber den Blumen steht da überhaupt nichts in der Akte, hm? Ja, ich hatte kein Befestigungsmaterial. Und dann habe ich versucht, die Blumen um den Türknopf zu wickeln. Und das funktionierte aber nicht. Und letztendlich sind die Blumen total zerfleddert, dann habe ich sie weggeworfen. Und ich vermute auch, dass ich bei dieser Gelegenheit mein Armband verloren habe. Sie haben das Armband nicht erst am Vormittag des nächsten Tages verloren, als Sie Ihre Ex-Freundin aufgelauert haben? Das habe ich doch gerade alles groß und breit erklärt, oder? Gut, dann erklären Sie mir noch, wie das mit dem Geld war. Hallo? Das habe ich doch auch gesagt. Ich habe Nina versorgt und genauso habe ich diesen Streiter. Den Zweitfreund, ja, auch versorgt. Gut. Das heißt, es war in der Regel so, dass Sie viel mehr Geld hatten als Ihre Freundin.
Das war der Normalfall. Mein Maklerbüro lief sehr gut und Nina hatte so gut wie kein Geld, ja. Und hat sich das mal während ihrer Beziehung verändert? Ja, sicher. Die letzte Zeit lief mein Büro halt nicht mehr so gut und ich konnte ihr entsprechend weniger Geld geben und... Naja, dann... Ich hatte trotzdem das Gefühl, dass sie weiterhin Geld irgendwo herbekommt. Mhm. Woher? Ich sag's Ihnen gerne, ne? Sie hat sie ja verlassen, als sie frisch geerbt hatte vom Onkel. Nach Abzug der Erbschaftssteuer reden wir da immer noch von einer schönen Summe von 1,7 Millionen Euro. Geld, von dem Sie erst durch das Telefonat mit Oliver Streiter erfahren hatten. Nein, 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 das stimmt so nicht. Ich habe von diesem Erbe erst später erfahren. Nicht an diesem Tag auf jeden Fall. Aber bitte unterstellen Sie mir nicht, dass ich andere Leute angreife, nur weil sie etwa mehr Geld verdienen. Da müsste ich ja prügelnd durch die besseren Viertel dieser Stadt ziehen. Entschuldigen Sie mal, die restlichen Reichen dieses Landes, die haben sich nicht von Ihnen jahrelang aushalten lassen. Die hätten auch bei Ihnen nie angeklopft, um von Ihnen Unterhaltszahlungen zu bekommen, oder? Ja, stimmt vielleicht, aber trotzdem. Moment mal, was ist das mit dem Unterhalt? Ich meine, Sie waren noch nicht verheiratet, oder? Stimmt, ich war nicht verheiratet, aber ich hab Sie immer als meine Frau gesehen. Und ich dachte auch, wenn wir uns irgendwann mal trennen sollten, dann wollte ich Sie weiter versorgt haben. Dass sich Gefühle natürlich so ändern konnten, hätte ich mir niemals gedacht. Dann haben wir schließlich einen kleinen Vertrag aufgesetzt, eine Vereinbarung schriftlich, ja. Also, wenn Sie nicht verheiratet sind, ohne so eine Vereinbarung steht ja niemand von beiden Trennungsunterhalt zu. Gilt Ihre Abmachung auch umgekehrt für Ihre Ex-Freundin, wenn Sie weniger verdienen sollten? Nein, das haben wir gar nicht in Betracht gezogen, weil sie hatte sowieso nie Geld. Wovon sollte sie mir Unterhalt zahlen? Das muss Sie doch wahnsinnig ärgern, dass Ihre Ex-Freundin jetzt 1,7 Millionen Euro hat, während Sie sich immer mehr dem finanziellen Abgrund nähern. Also Abgrund ist ein stark übertriebenes Wort. Sicherlich ging es mir nicht mehr so gut finanziell. Aber ich sag Ihnen noch einmal, ich habe von dem Geld definitiv nichts gewusst. Sie hat geerbt, wurde finanziell unabhängig von mir und hat mich verlassen. Das war's. Tja, und ganz so einfach ist es eben nicht. Ne? Ihre Ex-Freundin, die nie Geld hatte, spricht sie dann nicht auf den vertraglich vereinbarten Unterhalt an. Das hätte sie wundern müssen, hat sie aber nicht gewundert, weil sie wussten, dass sie zu Geld gekommen ist. Was wollen Sie eigentlich von mir hören? Ich dachte einfach, sie zeigt wenigstens diesmal ein bisschen Anstand. Nach alledem, was sie mir angetan hat. Noch weitere Fragen? Kein Ihrerseits auch nicht. Dann treten wir die Beweisaufnahme ein. Nehmen Sie bei der Verteidigerin Platz, bitte schön. Nina Busch. Frau Busch, guten Tag. Kannst du mal bitte nach vorne nehmen, Sie bitte hier Platz. Frau Busch, ich muss Sie zunächst mal belehren, dass Sie als Zeugin vor Gericht die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Nina Busch, 26 Jahre alt. Sie wohnen in Hannover. Sie sind ledig. Sie sind Inhaber in einer Boutique. Verwandt oder verschwägert sind Sie nicht beim Angeklagten. Nein. Man sieht, irgendwas ist geschehen mit Ihrer Nase. Vielleicht erzählen Sie uns einfach mal, was ist Ihnen da passiert am 21. Mai? Also an dem Morgen hatte ich noch ein paar Sachen besorgt und dann bin ich zu meiner Arbeit gefahren, so gegen 10. Ich habe eine kleine Boutique, wissen Sie? Gut, ja, weiß ich. Ich habe es gerade abgefragt bei Ihrem Personal. Hm? Achso, Entschuldigung. Jedenfalls bin ich dorthin gefahren mit meinem Wagen. Ich wollte zu meinem Parkplatz und der ist auf dem Hinterhof. Ja, ich bin ausgestiegen, habe noch ein paar Sachen vom Rücksitz genommen und aus dem Kofferraum. Ja, und dann ging auf einmal alles total schnell. Jedenfalls hat mir jemand meinen Kopf mit voller Wucht gegen dieses Ding da vor meinem Auto, gegen diesen Holm da geschlagen. Also wir haben hier Fotos von Ihrem Wagen, das ist Ihr Wagen. Und da oben sieht man deutlich so einen Abdruck, so einen Make-up-Fleck. Ja, dagegen hat er meinen Kopf geschlagen. Ich habe erst gar nicht gemerkt, dass meine Nase überhaupt gebrochen war. Also jedenfalls nicht sofort. Ich habe irgendwie nur Sterne gesehen. Ja, und dann kam auch schon ganz aufgeregt meine beste Freundin Christine angerannt und hat wie wild auf mich eingeredet. Und dann habe ich auch gemerkt, wie weh mir mein Kopf und meine Nase tun. Ich habe sogar aus der Nase geblutet. Ich dachte wirklich, sie werden 1000 Teile gesplittert. Aber zum Glück war es ja nur ein normaler Bruch. Und wie sieht's heute aus? Ist der Nasenbeinbruch jetzt abgeheilt? Ich denke schon, dass er abgeheilt wäre. Aber wissen Sie, nach dem Schlag, da hat sich die Form einfach irgendwie verändert. Sie sah halt einfach nicht mehr genauso aus wie vorher. Ja, und deshalb habe ich sie einfach noch mal richten lassen. Ich meine, das war ja eh alles offen. Du weißt ja gar nicht mehr, wie die Nase vorher aussah. Jetzt sagt sie vorhin, dass er mich dagegen gestoßen hat. Haben Sie den Angreifer denn gesehen? Nein, habe ich nicht. Ja, haben Sie den Angreifer sonst irgendwie erkennen können? Nein. Und woher wissen Sie dann, dass es ein Mann war, der Sie da gestoßen hat? Weil ich das eben glaube. Und warum glauben Sie das? Weil ich Frank kenne. Frank macht sowas. Nur zu dumm, dass es nicht war. Wie ist denn inzwischen Ihr Verhältnis zum Angeklagten? Na ja, wissen Sie, ich habe mich von Frank getrennt. Also ich war einfach nicht mehr verliebt in ihn. Eigentlich schon ziemlich lange nicht mehr. Und Sie waren aber trotzdem noch mit ihm zusammen?
Ja, ich hatte halt nicht so viel und meine Boutique lief nicht gleich gut. Das heißt, dass Sie zusammengeblieben sind, das hatte nur finanzielle Gründe? Ja, so kann man das sagen. Aber ich meine, das klingt jetzt ja einfach nur so schlimm. Ich habe mich ja nicht gequält oder so. Ich war ja in Frank gewohnt. Sind eigentlich bewusst, wie menschenverachtend das klingt, was Sie hier sagen? Also nett ist das nicht, das weiß ich. Aber wenn es die Wahrheit ist, und außerdem habe ich eh nie verstanden, warum du es nie gescheckt hast, dass wir einfach nicht mehr füreinander bestimmt sind. Ich habe dich geliebt. Ich dich doch auch irgendwann einmal. Aber Gefühle ändern sich eben. Einfach so? Nein, nicht einfach so. Aber vielleicht wäre es ja mal eine Idee gewesen, etwas an dir zu ändern. Ich habe alles für dich getan. Schau mal in deinen Kleiderschrank rein. Mein Gott, solche Sachen. Du warst doch immer nie spontan und du hast nur gearbeitet. Und auf Partys warst du immer sofort müde und wolltest ins Bettchen. Ja, und auf Partys hast du auch nie mit anderen Leuten geredet. Entschuldige bitte, dass ich hart arbeite und müde bin. Dass ich keinen Bock habe auf diese flachen Partygespräche. Dein neuer Freund macht anscheinend alles ein bisschen anders, oder? Ja, das macht er. Ja, ist auch nur ein Student. Hätte noch nie gearbeitet. Wahrscheinlich hat er mehr Zeit für dich. Ja, dann ist eben ein Student besser für mich. Mhm. Mein Mandant hat vorhin schon berichtet, dass er Ihnen auch die ein oder andere Schönheitsoperation gezahlt hat. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Mhm. Aber nur, weil ich mir am Anfang keine guten Ärzte leisten konnte. Ich meine, ich hatte Angst, dass ich wieder in so einen Stümper gerate. So ein Pech hatte ich schon mal, wissen Sie? Da habe ich mir die Brüste machen lassen. Und ja, sie wurden viel zu groß, waren total hart, haben wehgetan. Und an einigen Stellen hat sich sogar die Haut gelöst. Das war furchtbar. Wie viele Schönheitsoperationen hatten Sie denn bereits? Also, da war die Brust und zuerst die Nase. Aber das habe ich noch selbst bezahlt. So, und dann habe ich noch mal die Nase machen lassen. Zweimal. Dann kamen die Ohren und das Kinn. Ja, und dann habe ich mir noch die Oberschenkel formen lassen, Fett absaugen und so. Und genau, dann habe ich mir noch mit dem Laser zwei Muttermale aus dem Gesicht entfernen lassen. Aber das zählt ja nicht. Das ist ja keine richtige Operation. Ich habe gerade meine Strichliste geführt. Da kommt ganz schön was zusammen. Für mich klingt das wie ein Suchtverhalten. Also sowas habe ich ganz bestimmt nicht. Ich will einfach nur hübsch aussehen. Mhm. Und ja, wenn die Natur nicht so mitgespielt hat, dann muss ich halt nachhelfen. Ich sehe jetzt einfach hübscher aus. Das bildest du dir alles nur ein. Du hättest nie die Operation nötig gehabt. Du sahst vorher schon hübsch aus. Das kannst du doch gar nicht beurteilen. Du kanntest mich doch gar nicht vor den Operationen. Ja, aber Frau Busch, schauen Sie mal hier. Ich habe hier noch ein paar Fotos und wenn ich mir die so anschaue, dann kann ich da auch keinen großen Unterschied feststellen. Können Sie sich an diese Fotos noch erinnern? Ja. Schauen Sie mal, das sind die letzten Aufnahmen von Ihren letzten zwei Schönheitsoperationen. Vorher, nachher, vorher, nachher. Die haben Sie übrigens bei meinem Mandanten vergessen, als Sie ausgezogen sind. Ich sehe da keinen großen Unterschied. Sie vielleicht nicht, aber dann schauen Sie auch nicht genau hin. Sehen Sie hier? Das ist der Überrest von einem Höcker, den Sie mir bei der ersten Operation entfernt haben. Das ist hier. Ja, und hier haben dann die Nasenflügel nicht mehr gepasst. Sehen Sie das nicht? Wenn ich ehrlich bin, nein. Dann sehen Sie es nicht, weil Sie es nicht sehen wollen. Ich habe es jedenfalls gesehen. Also ich denke nicht, dass wir das hier übermäßig in die Länge ziehen müssen. Ich habe die Fotos ja auch hier. Also das ist jetzt quasi aktuelles Foto? Ja. Und so sahen Sie ursprünglich aus. Und das ist so dieser Zwischenschritt. Ja. Also zum Glück haben ja nicht alle Menschen den gleichen Geschmack, sonst würden alle auf dieselben Männer und Frauen stehen. Und die anderen würden in die Röhre schauen. Aber ich sage Ihnen jetzt mal einfach, also tut mir leid, aber Sie sahen ja damals aus meiner Sicht eher hübscher aus. Und ich meine, das ist nicht das Thema hier. Ich stelle das nur mal so in den Raum. Es gibt eine Krankheit, die nennt sich Dysmorphophobie. Das heißt, Menschen halten sich irgendwie für hässlich und körperlich nicht wohlgeformt, obwohl sie es eigentlich gar nicht sind. Also darunter leide ich ganz bestimmt nicht. Ich lasse nur das richten, was die Natur hätte machen können. Hat sie aber nicht. Erklären sich denn noch Ärzte bereit, sie weiter zu operieren? Ich meine, eine Nase, die schon dreimal operiert worden ist, da sieht man doch irgendwie sicher an, dass da schon was geändert ist. Also ein Arzt, der sich auskennt zumindest. Also wenn man die OP wirklich braucht, dann machen das die Ärzte auch. Und was wäre so ein Grund für so eine solche Operation? Zum Beispiel, wenn mir mein Ex-Freund die Nase zerschlägt. Das ist ein wichtiger Grund. Du meinst wohl eher deinen aktuellen Freund, oder? Oliver war das nicht. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Sie haben eine ganze Menge Geld geerbt, oder? Ist das richtig soweit? Haben Sie dem Angeklagten von dem Erbe erzählt? Nein, das habe ich nicht. Weil als ich gewusst habe, dass ich bald reich werden würde, dann, ja, da wusste ich ja auch, dass ich nicht mehr mit Frank zusammen sein würde. Ich meine, das war ja dann klar, dann brauchte ich ihn ja nicht mehr. Oh. Ja, und ich hatte Angst, dass er was von meinem Geld abhaben wollen würde, wenn ich ihm sowas erzähle. Und Gottes Willen, das wäre das Schlimmste gewesen. Wieso? Ja, weil Frank doch alles in den Sand setzt. So wie sein Maklerbüro auch.
Sonst noch weitere Fragen? Danke. Keine. Dann dürfen Sie den Platz nehmen, Sie bleiben unvereidigt. Oliver Streiter, bitte. Herr Streiter, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Platz hier. Herr Streiter, ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeuge hier natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ich belehre Sie außerdem 55 StPO. Sie müssen auf einzelne Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Ja? Sie heißen Oliver Streiter, 23 Jahre alt, Sie wohnen in Hannover, Sie sind ledig, Kunststudent, nicht verwandt oder verschwägert. Wie Sie wissen, wird dem Angeklagten vorgeworfen, er soll Ihre Freundin, die Frau Busch, am 21. Mai 2009 im Hinterhof Ihrer Boutique angegriffen haben. Bei der Polizei, da haben Sie ausgesagt, Sie hätten an dem Tag mit dem Angeklagten gesprochen. Ja, das war so. Das war nicht so. Wir haben miteinander telefoniert. Wir haben nicht miteinander telefoniert. Wann haben Sie denn mit dem Angeklagten telefoniert? Das war an dem Morgen, gegen 9 Uhr ungefähr. Das Telefon hat geklingelt und ja, dann bin ich einfach rangegangen. Und über was haben Sie mit dem Angeklagten gesprochen? Ja, er hat sich nach Nina erkundigt. Und ich habe ihm gesagt, dass Nina nicht zu sprechen ist. Dann hat er nochmal nachgefragt. Dann habe ich ihm gesagt, nee, Nina ist nicht da. Dann ist er auf einmal total abgegangen und ging mir auf die Nerven. Und hat gesagt, dass Nina doch immer noch von ihm abhängig sei, weil sie ja von ihm Unterhalt will. Da habe ich ihm erstmal klar und deutlich erklärt, dass Nina geerbt hat und sie ist nicht mehr auf deine paar Kröten angewiesen. Und wie hat der Angeklagte darauf reagiert? Aber erstmal total baff. Dann hat man es richtig rattern hören in seinem Gehirn. Und da hast du den Hörer geknallt. Ich habe ein schnurloses Telefon. Hast halt die Tasten gedrückt, ist mir auch egal. Herr Goldmann, jetzt noch mal zu Ihnen. Ich habe hier Ihren Einzelverbindungsnachweis. Und laut dem hat es am Tattag, also am 21. Mai, tatsächlich eine Verbindung von insgesamt 93 Sekunden Länge von Ihrem Mobiltelefon aus mit dem Anschluss von Frau Busch gegeben. Hm? Jetzt sagten Sie, Sie hätten nicht mehr mit Herrn Streiter telefoniert. Wie passt das zusammen? Ich habe ja im Büro geschlafen auf der Couch. Und ich kann mir nur vorstellen, dass ich mich so gelegt habe, dass ich die Kurzwahltaste vom Telefon gedrückt habe und Nina somit angerufen habe. Wie erklären Sie sich dann die Verbindung von 1,5 Minuten? Ich denke, der Anrufbeantworter ist angesprungen und der schaltet ja automatisch auch wieder ab. Ganz schwach, Junge, wirklich. Ganz schwach. Sie scheinen mir ja sehr entspannt, Herr Streiter. Ja, tut mir leid. Ich meine, solange der Angeklagte hier solche Geschichten erzählt, da brauche ich mir wirklich keine Gedanken machen, dass der hier nicht bestraft wird. Ich denke, dass mein Mandant die Wahrheit sagt. Ja, und wie soll das bitte gehen bei der Geschichte, die ich hier erzähle? Die entspricht nämlich der Wahrheit. Oh, die denken immer noch, dass du mir die Nase gebrochen hast. Echt? Das ist doch absoluter Schwachsinn, gekränkter Stolz. Nur weil ich dir deine Freundin ausgespannt habe. Du weißt doch deine eigene Schuld. Wie ist das zu verstehen? Er wollte ja unbedingt, dass jemand hier seine Holde porträtiert. Dazu ist Nina bei mir an die Kunstschule gekommen. Ja, hat einen Zettel aufgehängt. Daraufhin habe ich mich gemeldet, wir haben uns getroffen. Ja, alles wegen dir. Apropos Kunstschule. Ich habe mir erlaubt, mich dort ein wenig umzuhören, Herr Streiter. Ja, und? Ja, ich weiß, dass Sie einen Jonas Eilers kennen. Sagt Ihnen das was? Kennen Sie den vielleicht auch, oder was? Ja. Wer ist denn dieser Jonas Eilers? Jonas Eilers ist ein Kommilitone an der Kunstschule von Herrn Streiter. Und die beiden sind vorletztes Jahr im Winter zusammen nach Südafrika gegangen und dort ein gemeinsames Häuschen bewohnt. Richtig, Herr Streiter? In Kapstadt, und? Ja. Ja, genau. Und ist eine gute Frage. Was soll das hier, ja. Frau Verteidigung? Wo ist Herr Eilers jetzt? Wird wahrscheinlich immer noch in Kapstadt sein. Wahrscheinlich. Warum ist er denn in Kapstadt geblieben? Ja, der hat eigentlich auf Surflehrer gemacht und macht es wahrscheinlich auch immer noch. Mhm. Ich habe auch nicht mehr so viel Kontakt zu ihm gehabt, seitdem ich nach Hause geflogen bin. Da habe ich leider andere Informationen. Kann es vielleicht sein, dass Sie Herrn Eilers dort mit 3 Monatsmieten haben sitzen lassen und er jetzt diese Miete bei Ihrem ehemaligen gemeinsamen Vermieter abarbeitet? Er ist doch jetzt irgendwie nicht meine Schuld hier, oder? Ich meine, er hätte ja auch damals mit mir mitfliegen können. Aber nein, er muss ja unbedingt 3 Tage länger bleiben, wenn irgendeiner Braut. Schöne Geschichte, die sich da ausdenken. War es nicht vielmehr so, dass Sie die Miete an den Vermieter nicht weitergegeben haben, obwohl Herr Eilers seinen Anteil bereits an Sie gezahlt hatte? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das Geld nicht zum Fenster rausgeschmissen. Ja? Wir mussten ja auch von irgendwas leben. Und außerdem war es die Bruchbude von Wohnung eh nicht wert. So viel, wie wir dafür bezahlen mussten. Ganz einfach. Jetzt versuchen Sie aber ganz elegant hier was schön zu reden und zu kaschieren. In Wahrheit war das eine ganz miese Tour, die Sie da abgezogen haben mit Ihrem Freund. Gab es vielleicht noch derartiges? Nein. Nein? Können Sie sich nicht erinnern? Nein. Dass Sie mit anderen Plänen gekommen sind, wie Sie beide, Herr Eilers und Sie, vielleicht an Geld kommen können? Können Sie sich nicht erinnern? Nein? Gut, dann nicht. Herr Vorsitzender, ich wollte noch sagen, ich habe hier eine gefilmte Befragung von Herrn Eilers. Er würde auch jederzeit als Zeuge aussagen, aber ich denke, für heute reicht uns mal, wenn wir uns diese gefilmte Befragung anschauen. Wurde im Übrigen von einem befreundeten Anwaltskollegen aus einer internationalen Anwaltskanzlei aufgenommen. Und ich denke, wir sollten uns das Band mal anschauen. Naja, also hätte ich gewusst, dass wir heute einen Filmnachmittag veranstalten, hätte ich Popcorn besorgt. Sehr reizend, Herr Staatsanwalt. Bitte. Aber trotzdem, Frau Verteidigerin, vielleicht erklären Sie uns erst mal, was Sie sich und uns davon versprechen. Gerne, aber der Zeuge Streiter, also zumindest ich habe den Eindruck, gibt sich hier so locker und gelassen und
vor allen Dingen unschuldig. Dass in ihm auch jede Menge kriminelle Energie steckt, das würde ich Ihnen gerne mal mit diesem Band beweisen. Aber Sie sagen ja selber, das hat ein Anwalt aufgenommen. Das ist keine gerichtliche Befragung, das ist nicht mal eine polizeiliche Befragung. Dann ist es hier natürlich nicht als Beweismittel verwertbar. Alles, was Sie höchstens machen können, Sie können es dem Zeugen vorhalten. Das würde ich auch gerne tun. Gut, dann geben Sie mal her. Also, dann ausdrücklich nicht als Beweismittel, sondern informatorisch. Mhm. Im Wege des Vorhalts wissen Sie, was Sie wissen, worum es geht, genau. Und wo Sie die entsprechenden Stellen finden, machen Sie ruhig selbst. Also die Vorgeschichte haben wir schon gehört, dann fange ich mal ein bisschen später an. Kann man diese überspringen? Genau. Mal weg von der Vielleicht drehen Sie sich rum, dann sehen Sie besser. Ja? Wie war denn Ihr Leben mit Oliver Streiter? Schon ganz in Ordnung. Da war halt die Sache mit dem Geld immer. Wir hatten viel zu wenig und das, was wir hatten, haben wir hauptsächlich in Bier umgesetzt. Und da ist dann das passiert, was ich vorhin erwähnt habe. Erzählen Sie das bitte noch mal ausführlich. Und Herr Streiter, wissen Sie, was jetzt passiert? Keine Ahnung, was Sie jetzt hier für eine Geschichte auftischt. Ja, das werde ich Ihnen jetzt zeigen. Also da gab es diese eine Nacht. Und Sie müssen sich das so vorstellen, wir uns nur von Bier ernährt. Weil es satt und betrunken macht. Auf jeden Fall, wir waren gut dabei, alkoholtechnisch. Und wir hatten überhaupt kein Geld. Das habe ich auch schon gesagt, oder? Mhm. Auf jeden Fall ist Oliver dann zu einer Idee gekommen. Eine total hirnrissige, aber er hat sie eben gehabt. Was war das denn für eine Idee? Dass er mir einen Nagel ins Knie rammt. Nein. Und dass wir behaupten, der Nagel sei im Treppenhaus vorgestanden auf irgendeiner Treppe und ich sei draufgefallen. Und dass wir das dem Vermieter erzählen und somit schön Geld bekommen. Weil das Haus eine verdammte Bruchbude ist. Mhm. Und Herr Streiter? Das ist doch absoluter Schwachsinn, mal ganz im Ernst, oder? Mhm. Hat Herr Eilers das auch als Witz gesehen? Ja, natürlich hat er das als Witz gesehen. Ja, ich habe gedacht, Olli meint das als Witz. Ja. Und hat er das? Nein, er ist in seinem Vollrausch durchs Haus gelaufen und hat einen Nagel gesucht, ja. Er hätte ihn mir echt reingerammt, wenn er ihn gefunden hätte. Zum Glück hat er keinen gefunden. Haben Sie nach dem Vorfall nochmal mit Oliver Streiter gesprochen? Ja, am nächsten Tag habe ich ihn nochmal darauf angesprochen. Und dann hat sich herausgestellt, dass er alles ernst gemeint hat. Er hat gemeint, man müsse das machen, wenn ich was getrunken habe, damit es nicht so weh tut. Und das Einzige, was dann das Problem noch wäre, dass ich eine Tetanusimpfung bräuchte. Und dann habe ich entschlossen, mein Zimmer zuzusperren in der Nacht, damit der ja nicht daherkommt mit dem Hammer und seine Sache da durchzieht. Ich denke, wir haben jetzt alle gesehen, was Herr Streiter für ein Mensch ist. Sie schrecken vor gar nichts zurück. Nicht mal von einem inszenierten Unfall, um an Geld zu kommen. Das ist absoluter Schwachsinn. Also Sie wissen natürlich, wir können ihn jederzeit auch im Rechtshilfeweg durch einen Richter vernehmen lassen. Deswegen frage ich Sie jetzt, stimmt es, was der Jonas Eilers da sagt? Ja, es stimmt, was Jonas Eilers sagt. Aber trotzdem, es war ein Scherz. Es war bitte nicht ernst gemeint. Das erkennt man doch aus dem Video. Die beiden Geschichten ähneln sich schon sehr. Hm? Aber trotzdem schlage ich doch meiner Freundin nicht die Nase kaputt. Ja, und Sie glauben doch auch nicht, dass ich mir freiwillig die Nase brechen lasse. Ja, außerdem vergessen Sie, Frau Verteidigerin, dass diese Studenten in Kapstadt damals einfach kein Geld hatten. Das ist nicht das Problem der Zeugin. Die hat genug finanziellen Hintergrund gehabt. Also das ist schon mal nicht vergleichbar. Und dann sehen Sie auch folgende Situation, tagsüber so eine Aktion zu starten, Nasenbein einschlagen, wo von überall im Innenhof Nachbarn durch die Fenster gucken können, Leute von der Straße zufällig vorbeikommen können, das macht doch alles keinen Sinn. Wie darf ich das denn verstehen? Im Umkehrschluss, dass das Risiko für meinen Mandanten nicht groß genug sein kann, oder wie? Ich denke, er war einfach wütend, er hat gar kein Risiko gesehen. Ich denke, er war vor allem überzeugt davon, er würde gar nicht angezeigt werden. Woher wollen Sie das denn wissen? Sie haben es einer Zeugin gegenüber erwähnt, schon vergessen?